Die Rolle von Musik, während ich male, ist ziemlich groß. Elementar. Ich höre immer Musik beim Malen. Will ich jetzt irgendeinen Namen nennen muss, ist es Michael Kiwanuka. Yo, ich bin Bobby Serrano und Nazis sind scheiße. Um in den Flow zu kommen, brauche ich Musik. Okay, aber das war's oder gibt's noch irgendwas anderes? Nö, das war's. Also ja, Musik, ich brauche halt, muss irgendwie so fokussiert werden. Das heißt, ich brauche so ein paar Minuten, bis ich irgendwie auf jeden Fall in den Flow komme. Aber ja, das Erste, was ich mache, ist Musik anmachen. So ein bisschen in meiner eigenen Welt zu sein, so. Ein Vorbild habe ich so generell nicht. Man guckt natürlich, was die anderen Leute so machen und inspiriert sich, aber ich versuche schon immer so mein Shit zu machen. Eher so wahrscheinlich so Wege, die andere Künstler gehen oder so Projekte, die sie an den Start bringen. So, ja. Jeder hat doch sein eigenes Tag. Ist es dann meistens auch der Name oder bedeutet das irgendwas immer anderes? Das ist so sein Künstlername. Nur der Name. So wie ein Hund, der an die Ecke pisst, damit die anderen Hunde wissen, dass du quasi da warst. Okay. Wie gesagt, das Bild hinter mir ist schon ein paar Jahre her. Man sieht das daran, dass der Stil und die Art und Weise, wie ich das gemalt habe, ein wenig anders ist. Ich spiele das immer so ein bisschen wie ein Musiker seine Alben. Wenn es mir langweilig wird, wechsle ich den Stil. Momentan würde ich sagen, so die komplette Unterstützung in Corona-Zeiten ist so, ist natürlich, gibt es da so irgendwie bestimmte Sachen, die man beantragen kann, aber das Wort systemrelevant ist ja immer so schwebt über allem. Ich finde Kunst, Musik, kreative Sachen, die die Gesellschaft irgendwie ablenken von Abfuck in der Welt, ist für mich auch systemrelevant, deswegen. Also, ja. Keine Skizze vorher gemacht, einfach drauf los und es war so ein entspannter Nachmittag, Spray Day.